stimme da auch ganz mit dem Jakob, mit der Einschätzung überein, dass, also das ist sicherlich aus meiner Sicht eines der impactvollsten größeren sozialwissenschaftlichen Projekte, die Österreich in der jüngeren Geschichte wahrscheinlich gesehen hat. Also da gibt es, glaube ich, nicht viel herum zu diskutieren. Und das hat damit der Kompetenz zu tun, mit den Stakeholdern, die da involviert waren, mit der Interdisziplinarität, auch mit dem Teamgeist in diesem Projekt. Und zum zweiten Punkt, ja, also die Krise ist wohl nicht am Ende. Wie sich genau das Infektionsgeschehen entwickeln wird, weiß, glaube ich, niemand so genau, was den Herbst oder Winter betrifft. Aber selbst da ist ja nicht gesagt, dass nicht nochmal verschiedene Wellen und Ähnliches auftreten. Selbst wenn dem nicht so ist, dann wollen wir aber wissen, wie es mit unseren Indikatoren weitergeht, ob sich die Gesellschaft sozusagen bildlich gesprochen erholt, wie es um das soziale Immunsystem sozusagen bestellt ist dieses Landes, und welche Art, ja, von Krisenbewältigung letztlich über die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre stattfinden kann. Und ich würde es schade finden, wenn man sich da wieder in den Blindflug hineinbegibt und sich auch diese Ergebnisse beraubt.